Im vorherigen Tutorial-Video haben wir Ebenen eines Bauwerks, Boden, Decke und Dach, direkt aus der Laserscanner-Punktwolke eingemessen. Nun wollen wir Wände übernehmen. Natürlich funktioniert das nicht nur bei unserem Haus, sondern in jedem Anwendungsfall, bei dem es um senkrechte Wände geht. Wände erzeugen wir in PointCap for Revit mit der Funktion Create Walls. Im Dialogfeld legen wir die untere und die obere Ebene fest, die die Wand begrenzen sollen. Bei Bedarf können wir zusätzlich eine Abweichung Offset zu Boden und Decke eingeben. Als letztes wählen wir den passenden Wandtyp aus. Dann wechseln wir zum Einmessen zu PointCap in den automatisch erstellten Standardgrundriss. Im Falle eines mehrgeschossigen Bauwerks können wir auch einen Schnitt des Geschosses verwenden. In PointCap müssen der Button Forecast und die Funktion 3D-Punkte messen aktiviert sein. Wir stellen uns vor, wir stünden vor der Wand und müssen dann immer von links nach rechts einmessen. Wir klicken also links auf die Wandfläche und rechts. Immer weiter, bis der Raum vermessen ist. In Revit sehen wir bereits die Wände genau so, wie wir sie eingemessen haben. Hier benötigen wir aber geschlossene Wände und wählen daher Finish Closed Room. Damit verbindet Revit automatisch alle Wände zu einem Raum. Weitere Wände messen wir ein, indem wir wieder mit Create Walls beginnen. Wir messen wieder von links nach rechts. Da es sich diesmal um einzelne Wände und nicht um einen Raum handelt, beenden wir den Dialog durch Schließen. Um die Wände anzubinden, lassen wir uns in Revit die Standardfunktionen anzeigen. Unter Ändern aktivieren wir Stutzen und Dehnen. Dann wählen wir die Grenzkante aus und anschließend die Wand. Damit sind auch diese Wände verbunden. Falls wir die Wandstärken noch individuell anpassen müssen, können wir zum Einmessen die Funktion Set Wall Thickness via Picked Point verwenden. Als erstes wird im PointCap die Wand ausgewählt, als zweites messen wir die Dicke ein. Und immer so weiter Wand auswählen und die Dicke der Wand. Mit Set Wall Thickness Selection können wir die Wandstärke auch als Wert eingeben. Wir können die Wände auch im rechten Winkel zueinander ausrichten. Zuerst treffen wir die Voreinstellungen, innerhalb welcher Toleranz Winkel angepasst werden sollen. Die Standardeinstellung beträgt 2 Grad. Wände mit größeren Winkelabweichungen werden nicht ausgerichtet. Wir wählen nun die Wandfunktion Ausrichten und die Methode Schritt für Schritt. Dann klicken wir ganz einfach die gewünschten Wandsegmente. Mit der Mehrfachauswahl können wir einen Bereich oder auch alle Wände in einem Schritt ausrichten. Auch hier bleiben Wände mit einem Winkel oberhalb der eingestellten Toleranz unverändert. In den nächsten Videos schauen wir uns an, wie wir weitere Elemente wie Fenster, Türen und Öffnungen punktgenau in Wände einpassen können.